Und damit hallo und willkommen zurück zu Pokémon Go. Ich bin der Dicke und ja, immer noch im Bereich der Erfurter Innenstadt. Und wir haben es jetzt ja so 3:30 ungefähr nachmittags. Und das heißt, neben teilweise heftigen Windgeräuschen werden wir in dieser Folge natürlich auch mit dem Verkehr zu kämpfen haben, weil hier Rush Hour und so weiter, ne? Wisst ihr Bescheid, dass kann unangenehm werden. Aber ich werde mich versuchen, von großen Straßen fernzuhalten und natürlich sagen, nicht lang schnacken. Intro ab. Viel Spaß. Ja, und ihr erinnert euch vielleicht, Ende der letzten Folge haben wir angefangen, hier so ein Xatu zu tracken. Und da habe ich jetzt, ja, doch endlich das Ziel erreicht, war doch weiter weg als erwartet. Ich dachte, das ist da gleich um zwei Ecken, aber dem war nicht so. Ich werde es mal mit Sananabeere versuchen, warum auch nicht. Ist eine Entwicklung, ja, da kann man natürlich mal etwas wertvollere Beeren draufpacken. Wobei, wie gesagt, die kommen eigentlich auch so ganz gut rein. Oha, erster Wurf hat schon mal nicht geklappt. Nicht so cool. Vielleicht hätte ich doch einen Hyperball nehmen sollen, weil, wie gesagt, ist ja eine Entwicklung. So, großartig, sehr schön. Kurz mal zum Ablauf der Folge jetzt. Also wie gesagt, ich bin jetzt nahe der Innenstadt, also nahe dem Zentrum, nahe dem Anger, wenn man denn so will. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall heute nochmal, ich mache das jetzt ohne Beere, einfach drauf, ins Klein-Venedig zu kommen. Ja, das gute alte Klein-Venedig, da ging ja jetzt in der Vergangenheit das ein oder andere. Jedes Mal, wenn ich da war, gab es irgendwas Cooles. Einmal Octillery, davor irgendwo Mantrax. War schon nicht schlecht, ja. Und da werde ich jetzt irgendwo mal hier durch irgendwelche nicht ganz so lauten Bereiche hinlaufen. Hier ist noch ein Taubsi, das nehme ich da mal unterwegs mit. Und ja, mal gucken, was auf dem Weg dahin so passiert, ne? Ja, da die Qualität der auftretenden Pokémon unmittelbar in der Erfurter Innenstadt natürlich ein bisschen nicht ganz so cool ist, erfahrungsgemäß, habe ich beschlossen, ich laufe mal einen kleinen Bogen, zum Beispiel am Bahnhof vorbei. Ja, und hier bin ich gerade. Hier ist das mal ein paar Pokestops, aber hier sieht es auch nicht viel besser aus, ne? Also so, die Wucht ist es jetzt nicht. Ein paar Taubsis haben wir am Start, ein Visor ist da. Und das war's dann auch schon. Ja? Tracker sah es jetzt auch nicht sonderlich cool aus. Ich werde jetzt nicht von hier aus noch Richtung Stadtpark laufen und da noch eine Runde drehen. Das würde zeitlich dann auch nicht mehr so gut hinhauen. Aber ja, wie gesagt, von hier aus jetzt dann in Richtung Klein-Venedig irgendwie. Kommen wir hier drüben noch ran. Jo, das funktioniert. Ja, und dann schauen wir mal, ob da vielleicht jetzt hier irgendwann dann doch mal ein bisschen was Cooleres geht oder so, ne? Ja, und zack, schon geht's los. Hier drüben ist ein neues Pokémon. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Traunfugil, genau. Das kenne ich auf jeden Fall schon. Das gibt's in Sonne oder Mond oder so auch, glaube ich. Egal. So, und da werde ich jetzt auf jeden Fall mal mit einer, naja, ich glaube, Himbeere wäre angemessen. Ich will es ja unbedingt haben für den Pokédex-Eintrag zunächst. Und ich glaube, entwicklungsmäßig geht da in der Generation 2 bei diesem Pokémon noch nichts. Das kam dann aus den späteren Generationen, wo man das auch tatsächlich entwickeln konnte. Ja, sieht cool aus. Dreimal gewackelt, das Traunfugil oder so wurde, ach, Traun mit N, okay. Wurde gefangen, neuer Eintrag im Pokédex, sehr schön. Ja, kann man durchaus mal mitnehmen hier. Auch etwas seltenerer, so wie es aussieht. Würde Finsteraura. Nun gut, und jetzt tracke ich hier gerade noch ein Visenior. Ja, und da gehen wir jetzt hin. Ist schon wieder phänomenal, was hier abgeht. Also jetzt Real-Life-World-mäßig, ja, und nicht in-game, leider. Ja, das Visenior ist noch nicht aufgetaucht. Es windet schon wieder ein wenig. Hier sind sehr verwirrte Leute unterwegs, die irgendwie sich die Vorfahrt mit Bussen nicht teilen wollen und so. Das ist alles sehr spektakulär. Aber darum soll es nicht gehen. Damit will ich euch auch nicht belästigen. Hut wurde gefangen und da ist das besagte Visenior. Nicht schlecht. So, 746. Ich gehe da einfach mal mit Himbeere ran. Ja. Bonbons brauche ich da, glaube ich, nicht wirklich, weil habe ich ja schon alles. So, immerhin schon mal getroffen, ob es reichen wird. Ah, nein. Schade eigentlich. Hätte gedacht, Superball macht da deutlich mehr Druck. Aber ich probiere es einfach nochmal mit dem Superball. Hyperball will ich da jetzt nicht drauf anwenden, glaube ich. So, 1, 2. Schade eigentlich. Na gut, na, dann hilft es ja nichts, Leute. Hilft ja alles nichts. Dann muss da halt ein Hyperball ran. Ich meine, gut, es ist ja auch immerhin eine Entwicklung, ne? Ei, was ist denn jetzt? Okay, ich treffe aber auch nicht in den Kreis, ne? Naja, ich übe noch. So, 1, 2, 3.
Sehr schön. So, von hier geht es jetzt weiter. Ja, entlang der Hauptstraße mehr oder weniger oder irgendwo im Slalom an der Hauptstraße irgendwo vorbei in Richtung Klein-Venedig. Und zwischendurch habe ich auf jeden Fall noch einen Zwischenstopp, den ich unbedingt erreichen will, wo ich in der Vergangenheit schon ein paar Starter gesehen habe. Ja, und das würde ich heute gerne verifizieren. Also, auf geht's. Ja, inzwischen habe ich den dunklen Bereich um den Bahnhof verlassen und ich folge jetzt hier gerade einer Straße, die hier ja parallel zum Flutgraben verläuft, während rechts hinterm Flutgraben eine viel befahrene Hauptstraße ist und hier links drüben auch ebenfalls viel befahren und Hauptstraße. Alles nicht so cool für die Klangqualität. Deswegen dachte ich mir, gehen wir einfach mal hier lang. Hier ist noch ein Visenior. Das soll jetzt aber nicht das primäre Ziel sein, sondern eher da hinten dieser grüne Fleck, den ihr da seht. Weil da könnte ich mir vorstellen, oh, guck mal, ein Voltoball. Da könnte ich mir vorstellen, ist durchaus was Cooles am Start. Und glücklicherweise liegt das genau auf dem Weg in Richtung Klein-Venedig. Ob wir da dann davor noch einen kleinen Abbieger machen, irgendwo hin, mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Ne? Jetzt holen wir uns erstmal noch das Voltoball. Den Voltoball, der Voltoball, das Voltoball. Es ist ja das Pokémon. Ne? So, Voltoball gefangen, sehr schön, okay. Einmal geschlossen hier das Ganze, hier so ein Weasel und ein Endon und ein Pokestop. Oh, das mach ich to go. Ja, ich weiß nicht, ob ich es euch schon gezeigt hat, aber ich glaube fast nicht. Ich habe nämlich vor, ja, eigentlich nach der Aufnahme der Folge vom Montag ein Carnimani gefangen. Und zwar genau hier, wo ich jetzt aktuell stehe. Aber es ist leider keins da. Schade eigentlich. Auch im Tracker unten sieht es jetzt nicht sonderlich spektakulär aus. Das heißt, ja, ich werde jetzt mal dieser Hauptstraße hier folgen. Irgendwie in Richtung Klein-Venedig. Und dann schauen wir mal, ob da vielleicht was geht. Und wenn ja, was. Ja, und dann geht es auch direkt los. Hier kommt erstmal ein Merrill. Ja. Wir sind zwar noch nicht im Klein-Venedig, aber wir nähern uns offensichtlich, weil im Tracker ist noch ein Electek aufgetaucht. Und das ist doch schon mal an sich nicht verkehrt. Ja. Hatten wir, glaube ich, schon ziemlich lange nicht mehr. Ja, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Ne? So, Merrill erstmal gefangen. Und ich bin mir jetzt gerade, war gerade schon mal am Durchgucken, was ich denn heute als Power-Up-Pokémon nehmen werde. Ich habe da schon so ein, zwei Ideen, aber wirklich sicher bin ich mir insgesamt noch nicht. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns dann im kleinen Venedig mal an. So, und jetzt gehe ich erstmal zu dem Electek. So, da ist es, wie gesagt, ich bin immer noch direkt neben der Hauptstraße. Das heißt, geräuschbelästigungsmäßig wird das hier wahrscheinlich ein bisschen heftig, aber jetzt kommen hier erstmal Eier. Oh, guck mal an hier. Wieder so ein Octillery-Vorgänger. Remoraid, genau, das hätte ich mir eigentlich merken können, ne? Ist ja einprägsam. Wahnsinn, 1,2 Liter Motor, aber ein Sound wie ein großer. So, Rettern, naja, okay. Nächstes Ei, ich glaube, 4 müssten es sein. Bin mir aber wieder mal nicht ganz so sicher. Okay, Nidoran weiblich. Ja, kann man auch mal mitnehmen, ne? Sie, so. Nein, das war es tatsächlich. Das heißt, jetzt kümmern wir uns ums Wesentliche, um das Electek. So, 1403 ist natürlich eine heftige Nummer. Ich würde jetzt hier auf Nummer sicher gehen, Himbeere. Eigentlich brauche ich keine Bonbons. Ich habe eigentlich, glaube ich, sehr viele Electek-Bonbons. Bin mir allerdings auch nur begrenzt sicher. So, es wehrt ab. Echt jetzt? Okay, großartiger Wurf auf Electek. Das ist auch schon mal eine coole Nummer. 1, 2, 3, sehr schön. Lag wohl an der guten Kombination zwischen Ballfarbe und zu fangendem Pokémon. Einmal kurz reingeguckt hier. Ja, 240 Bonbons hier. Das ist natürlich heftig. Bewertung wird wahrscheinlich keine großen Fortschritte machen. Donnerschock, Donnerschlag wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. So als Verteidiger oder so. Naja, wobei ich habe noch nie einen Electek verteidigen sehen. Wahrscheinlich aufgrund der zu geringen KP-Werte oder sowas. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, einmal noch kurz den Pokestop hier eingesammelt. Wird mal wieder Zeit, dass ein paar 10 Kilometer Eier kommen. Apropos Eier, gucken wir natürlich mal fix rein. Jo, die 5er brauchen noch ein bisschen, das 10er nur noch 1 Kilometer. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir es heute noch schaffen. Aber jetzt geht es erstmal ins Klein-Venedig. Ja, und schauen wir mal, was da noch so abgeht. So, die ersten Pokémon im Klein-Venedig sind bereits unten im Tracker. Ihr seht, so ein bisschen Carpador, Fleckmon und so weiter und so fort. Und hier ist noch ein Visenior. Leute, das nehmen wir uns natürlich mal gerade noch mit. 450, Himbeere. Und ich denke, Superball sollte reichen. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Oh, gelber Kreis. Könnte knapp werden, aber eigentlich bin ich zuversichtlich. 1, 2,
easy going. So, und jetzt geht's aber ins kleine Venedig. Und da hoffe ich mal, dass außer dem, was da angezeigt wurde, vielleicht noch ein bisschen was anderes geht. Ja, gucken wir noch mal kurz. Ja, bis jetzt noch nicht. Schauen wir mal. Ja, also wirklich was gehen tut hier nicht. Aber hier ist gerade noch ein Felino aufgetaucht. Das ist schon ziemlich nice. Und ich habe mir jetzt mal rausgesucht, was ich denn für... Echt jetzt? Na also, okay. Ich habe jetzt schon mal rausgesucht, was ich denn jetzt für ein Pokémon Power-Uppen möchte. Oh, guck mal, hier ist noch ein Lampi. Hoppla, ein bisschen Schluck auf. Gerade einen Schluck köstlichsten Eistee konsumiert. Naja, aber der gesunde. Ja, also nicht so eine Zuckerpampe, sondern so Wasser mit. Naja, wie auch immer. Klasse Wurf auf Lampi. Das ist schon mal nicht schlecht. Hatte ich jetzt schon gesagt, dass das 10er-Ei nur noch 400 Meter braucht? Ich glaube schon, oder? Egal. Ach, na komm, dann nehmen wir die Gelegenheit, hauen dann eine Sananabeere rauf und nehmen mal einen Hyperball hier. Lampi fehlt ja auch noch eine Entwicklung, ja? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Aber da müssen wir uns jetzt erstmal treffen hier. Naja, im Kreis wäre schöner gewesen, aber so wird das auch funktionieren. Vielleicht 1, 2, 3. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, und ich werde jetzt hier einfach mal noch eine Runde laufen, um, wie gesagt, die 400 Meter voll zu kriegen. Und nebenbei, ach du meine Güte, guck mal an, hier geht es schon wieder ab. Aber leider kein Generation 2 Pokémon am Start. Aber ein Carpador. Das nehmen wir noch vorher mit. So, klasse Wurf. Sehr schön. So. Zack. Wunderbar. Ja, und was möchte ich Power Up? Mal was anderes. Also jetzt nicht eines meiner Top-Pokémon, aber eines der Pokémon, die durchaus Top-Pokémon werden könnten irgendwann, ja, wenn man sie dann ausreichend powert. Und zwar mein Rizeros. 91 IV, Lehmschelle Erdbeben. Und ich habe, naja gut, erstmal nur 19 Rizeros-Bonbons am Start. Aber... irgendwann muss man anfangen. Und plus 47 pro Level Up, das ist schon mal ziemlich nice. Ja, da geht auf jeden Fall so einiges. Ich denke mal, die 2000 werden wir locker knacken. Da ist es schon passiert, 2005. Ja, und dann bräuchte ich auf jeden Fall ein paar mehr Rihorn-Bonbons, um das irgendwann mal erfolgreich noch komplett ans Maximum bringen zu können. Weil das wäre eigentlich schon eine coole Geschichte, glaube ich. So, 2100 geknackt. Schaffen wir noch eins. Ja, einmal können wir noch. Sehr schön. Knapp 2200 WP. Werde ich auf jeden Fall im Auge behalten und möchte ich auf jeden Fall zukünftig auch ein bisschen was mitmachen. So, was ist jetzt hier noch passiert? Nicht viel. Es vibriert ständig, aber nicht so viel Cooles dabei. Okay, das Schleckmon hätte ich mir vielleicht mitnehmen können eben. Aber nun gut. Und es ist noch was passiert. Ich habe ein weiteres Entwicklungs-Item bekommen. Und zwar einfach so beim Pokestop drehen. So eine lustige Krone hier. Werden wir allerdings heute nicht mehr durchführen. Das nehmen wir uns dann für ja, das bevorstehende Wochenende jetzt vor. Und somit die Folgen der nächsten Woche. Und ihr seht oben links in der Ecke, die Akku-Warnung ist schon wieder da. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt die Powerbank anschließen. Aber eigentlich müsste es auch bald passieren hier mit den Eiern. Wir gucken noch mal kurz rein. Naja, immer noch bei 400, also warten wir das nächste Update mal ab. Ja, und dann müsste das 10er-Ei noch kommen und dann lassen wir uns so überraschen. Ach, guck mal hier, durch den Rauch ein Xatu. Und wo rennt er jetzt hin? Das ist ja blöd. Wenn jetzt mein Xatu weg ist, dann wäre das blöd. Ich bin kein Mitfahrer. Ich laufe. Da ist es. Schönes Ding. 250. Naja, sag ich mal, Himbeere, weil ist ja eine Entwicklung. Bonbons brauche ich da jetzt eigentlich nicht mehr so im Überfluss, weil... ja, die Entwicklung habe ich ja inzwischen und dann passt das ja eigentlich. Wir sind schon wieder ganz schön viele Enten unterwegs. Die Porenta Gang in der Haus, jo. So, zack. Xatu gefangen. Sehr, sehr schön. Okay. Eier-Update kam offensichtlich noch nicht. Das heißt, ich mache noch mal kurz einen Cut und melde mich, wenn das 10er-Ei kommt. So, Leute, und da geht es los. 10er-Ei am Start. Und da gucken wir jetzt natürlich direkt noch mal rein, was da abgeht. Okay. Ja, Dratini ist ja eigentlich cool. Doch, 101 Bonbons. Naja, da fehlt noch ein bisschen was. Aber gucken wir uns mal die IV an. Einfach erstaunlich. Atemraum, Verteidigungswert, so dass ich nicht berechnen kann. Okay, müssen wir mal durch den Calculator jagen. Aber freue ich mich. Okay, was Neues wäre auch schön gewesen. Aber ich denke mal, sowas Altbekanntes, da möchte ich mich jetzt nicht drüber aufregen. Nein, auf keinen Fall. So,
Leute, kurz nochmal einen Tracker geguckt. Es ist nicht die Wucht, was hier abgeht. Hier steht noch ein Enton. Das mache ich jetzt quasi mehr oder weniger so nebenbei. Und ja, weise nochmal darauf hin. In den Kommentaren, wie gesagt, haben zwei Leute, glaube ich, geschrieben, dass sie vorhaben, am Samstag, also morgen quasi, auf dem Petersberg Erfurt gegen 15 Uhr Lokmodule anzumachen. Und ja, wenn ihr Bock habt, kommt auch mal hin. Ich weiß noch nicht, ob ich hinkomme. Wie gesagt, bei mir ist jetzt Dienstag und ich kann jetzt noch nicht einschätzen, was ich Samstag um diese Uhrzeit dann tatsächlich tue. Aber wenn ich Zeit habe, werde ich zu der Zeit ebenfalls dort sein. Ja, und dann bedanke ich mich natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Wie immer Daumen hoch runter, wie es euch gefallen hat. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Ja, und dann sehen wir uns einfach am Montag zur nächsten Folge Pokémon Go. Ich bin der Dicke. Bis dahin.